Was willst du? Natürlich liebe ich Felix. Wenn du Felix liebst, wirklich liebst, so wie du gerade sagst, dann lässt du dich nicht von seinem Gejammer beeindrucken. Was soll das jetzt heißen? Willst du mir wieder unterstellen, dass ich immer noch dich liebe? Robert, da liegst du falsch. Miriam, wenn du Felix wirklich helfen willst, dann musst du jetzt konsequent bleiben. Ist es nicht so, dass er richtig am Boden sein muss, um wieder aufstehen zu können? Oder hat er etwa vor dir zugegeben, dass er immer noch spielsüchtig ist? Aha. Wenn du da jetzt reingehst, machst du einen Riesenfehler. Das ist meine Entscheidung. Halt dich aus meiner Ehe raus. Jetzt reicht's. Das könnte dir so passen, mir völlig absurde Vorwürfe machen und dann einfach abhauen. Miriam ist deinetwegen weggegangen und nicht meinetwegen, das weißt du ganz genau. Ich habe immer zu dir gehalten, damals wie heute. Damals war anders, ich war damals anders, deswegen bin ich abgestürzt. Und jetzt bin ich nicht mehr spielsüchtig. Nicht mehr spielsüchtig, okay? Doch, verdammt. Felix, merkst du nicht, dass du gerade dabei bist, komplett alles zu zerstören? Das ist Einbildung, alles nur Einbildung. Ach ja, und ich bilde mir auch nur ein, dass wir ganz genau wie damals wieder streiten. Und ich bilde mir auch nur ein, dass deine Ehe den Bach runtergeht wegen deiner verdammten Spielsucht. Voilà. Du bist so ein Volltrottel. Es kommt wahrscheinlich eh nichts mehr an von dem, was ich dir sage. Lass mich durch. Na bravo. Das war eine wahre Meisterleistung, wie du mich vor dem Personal bloßgestellt hast. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ich gehöre nicht zu einer Familie, zu der du auch Barbara von Heidenberg zählst. Ach, soll ich mich jetzt entscheiden? Zwischen Barbara und meiner ach so herzensguten Schwägerin? Denk doch mal an Robert. Warum glaubst du, ist er nicht zu deiner Ankündigung gekommen? Obwohl er an einem Hotelfest genauso interessiert sein sollte wie du. Ihr seid doch gleichberechtigte Partner. Robert ist ein Dickschädel. Er ist kompromisslos. Und im Gegensatz zu dir, ehrlich. Blödsinn! Es geht hier um das Ansehen des Hotels. Und was hat Barbara von Heidenberg damit zu tun? Das geht dich nichts an. Du hast im Fürstenhof kein Mitspracherecht mehr, obwohl du eine Saalfeld bist. Also kümmere dich bitte um deine Wäscherei, anstatt in der Firmenpolitik mitzumischen. Hier geht es nicht um die Belange des Hotels, Werner. Anscheinend doch. Schließlich willst du die Jubiläumsfeier boykottieren. Meinetwegen kannst du hier jeden Tag feiern. Na, dann haben wir es ja verstanden. Eben nicht. Es geht um dein Zerwürfnis mit Robert. Ich mische mich auch nicht in sein Privatleben ein. Das Gleiche erwarte ich von ihm und von dir. Ich begreife nicht, wie du wegen dieser Frau den Familienfrieden aufs Spiel setzen kannst. Ich habe deine Vorwürfe endgültig satt. Wenn deine liebe Schwester mich nicht verlassen hätte, wäre das alles gar nicht passiert. Und warum ist sie weg? Wegen Barbara von Heidenberg. Sie hat sich von mir scheiden lassen. Nicht ich mich von ihr. Also hör auf, den Moralapostel zu spielen. Einer musste ja die Augen öffnen. Ich weiß schon, was ich tue. Diese Frau macht dich blind, Werner. Und du rennst schnurstracks in dein Unglück. Felix? Felix? Okay. Was mache ich denn jetzt? Soll ich Felix suchen? Aber vielleicht hat Robert ja recht und ich muss abwarten, bis Felix sich seine Sucht eingesteht. Mit wie viel Leidenschaft sich Robert dafür eingesetzt hat, dass ich konsequent bleibe. Aber was weiß Robert schon von Felix? Ich kenne ihn doch viel besser. Und ich weiß, dass er mich jetzt braucht. Das spüre ich einfach. Wenn ich zurückkomme, kann ich noch nichts sagen. Ich hab dich gerufen. Warst du nicht gerade noch in München? Willst du verreisen? Am Telefon ist es so geklungen, als ob du mich nicht mehr... Als ob ich dich nicht mehr liebe? Ja.
Felix, ich hab's nicht mehr ausgehalten ohne dich. Ich musste zurückkommen, zu dir. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Ich dich auch. Da wolltest du vielleicht nachsehen, ob ich immer noch zocke. Vielleicht. Also glaubst du, dass ich immer noch spielsüchtig bin? Also, raus mit der Sprache. Was findet ihr so schlimm an dieser Jubiläumsfeier? Hm? Gar nichts. Gut. Ich habe nämlich vor, eine glanzvolle Feier ganz im Sinne der Familientradition zu organisieren, so wie sich der Saalfeld wünscht. Natürlich. Er ist unser Chef. Willst du mal meine ehrliche Meinung hören? Jetzt kommst du mir bestimmt wieder mit der Beziehung von Herrn Saalfeld und Frau von Heidenberg. Das geht uns nichts an. Was willst du dann von uns? Applaus? Nora, du hast nicht erlebt, wozu diese Frau fähig ist. Trotzdem! Von den dienstältesten Angestellten des Hotels erwarte ich Loyalität und Unterstützung. Mit diesen Sprüchen kannst du in die Politik gehen. Ja, aber was die Arbeit betrifft, kannst du dich natürlich auf uns verlassen. Das hoffe ich. Also wie die mit uns redet. Ihre Tasse hätte sie auch abspülen können. Da wäre kein Zacken aus der Krone gebrochen. Weißt du, ich kann das schon langsam nicht mehr mit ansehen, wie die dem alten Saalfeld hinten reinkriegt. Das grenzt ja schon an Hörigkeit. Elisabeth, die hat's gut gemacht. Wie die dem Senior Paroli geboten hat, du aller Achtung. Allerdings. Alfons, können wir nicht ein paar Tage verreisen? Müssen wir nicht mit zusehen, wie die Heidenberg ihren Thron besteigt. Das ist keine gute Idee, Hildegard. Warum nicht? Weil wir damit der Frau von Heidenberg einen Riesengefallen tun würden. Willst du das? Nee. Ich weiß schon, was du meinst. Robert, der kann zwar manchmal ein Sklaventreiber sein in der Küche, aber unter seiner rauen Schale steckt schon ein weicher Kern. Der braucht uns. Moment mal, ich hatte eine Obstschale bestellt und keinen Champagner. Ich habe mir erlaubt, den Champagner für uns zu bestellen. Und wie komme ich zu der Ehre? Meine Einladung auf einen Digestiv steht noch aus. Außerdem müssen wir auf das Grundstück, das du mir vermittelt hast, anstoßen. Es ist wichtig, sonst bringt es Unglück. Seit wann bist du abergläubisch? Wenn es mir die Gesellschaft einer wunderschönen Frau beschert, immer. Auf unsere grandiose Zusammenarbeit. Es gibt keinen Grund, unglücklich zu sein. Wer sagt denn, dass ich unglücklich bin? Du lachst nicht, bist angespannt, genießt dein Champagner nicht. Habe ich etwas vergessen? Ja. Dass ein Mann niemals wissen wird, was in einer Frau wirklich vorgeht. Touché, Madame.